Elektronische, die in eine Straßenlaterne Sekunde. Erzeugt. Hallo? Hallo Saskia. Ja, wir nehmen diesen Duisburg-Ziegel. Ich habe ihn gefunden jetzt. Ja. Es soll nicht ganz plan verfugt werden, sondern es muss so verfugt werden, dass die Ziegel noch gut sichtbar sind und Schatten werfen in sich selbst. Weil wenn du es eben verfugst, ist es so, dass es wie so eine platte Wand steht. Sondern dass es doch die Fuge ein bisschen zurückgesetzt ist in Kalkmörtel und so. Sie mussten die Ziegel nachkolorieren, hast du es gesehen? Die Leuchten, die haben einen anderen Ton gehabt. Aber man merkt eigentlich gut. Nee, ganz dünn mit Salzzeug. Das erste Element war dieser Bau. Es ist diese Vorstellung, ein ganz einfaches Baumodul hinzustellen, ein Modell. Wie könnte eine legale, sinnvolle Skulptur heute ausschauen? Das ist ja nicht eine Skulptur, die hier was dran hat, dort was dran hat, die irgendwas karikiert, abkürzt. Was kann es denn sein? So entsteht dann dieser Bau, der frei von absonderlichen Erfindungen ist. Sie erstmal machen, Sie referieren auf andere Künstler, die Antworten gefunden haben. Nein, das sind nicht die, sondern die sind seit Jahrtausenden gefunden, diese Antworten. Sie haben keine Möglichkeit, diese Kunstformen, das muss man wirklich zur Kenntnis nehmen, liegen außerhalb von einem innerhalb von gesetzten Horizonten. Die sind nicht privat zu erfinden, das liegt nicht drin. Und diese Phase der Kunst und diese Missverständnisse entstehen eben ganz stark nach 1945, wo man meinte, der Künstler ist Seismograf der Seele. Muss man, wenn man die Kunstwerke anschaut, Sie sehen das zum Beispiel ganz deutlich bei Bildermalerei, wo jeder einzelne Autor von diesen Bildern meinte, dass er das Innerste zu äußerst gebracht hat. Wenn er das aber vergleicht mit Kunstwerken, die überall auf der Welt gemacht werden, muss er heute zur Kenntnis nehmen, dass sie alle sehr ähnlich ausschauen. Es kommt eben daher, weil diese Bilder nicht konstruiert sind, sondern die Summe aller Grundfarben ist Dreck. Daher diese eine Farbe. Und das Zweite ist, wenn Sie intuitiv malen, dann müssen Sie eben zur Kenntnis nehmen, dass Sie nicht das Innerste abmalen, sondern dass Sie dem Bewegungsgesetz des Ellbogen verfallen sind. Der Schwerkraft, diese Farbe fließt, diese Schütte und was Ihnen überhaupt der Ellbogen ermöglicht. Daher werden Sie, wenn Sie diese Bilder in Massen analysieren, feststellen, dass immer ein ähnlicher Bewegungskörper ist. Das Xen, das Kreisen, das ist eben nichts anderes. Wenn Sie sich gehen lassen und nicht konstruieren, bilden Sie eben das Bewegungsgesetz des Ellbogens ab. Und daher sind diese Bilder sehr, sehr ähnlich auf der ganzen Welt. Wenn ich das sagen darf, Sie bestätigen wieder meinen Eindruck. Sie wären meiner Ansicht nach wirklich ein wunderbarer Professor, ein wunderbarer Lehrer. Der Chauffeur hat ja mal über Ihr Werk gesagt, es sei also Zeugnis einer schöpferischen Fantasielosigkeit, wenn ich das recht erinnere. Nicht so war es. Ich habe mich immer gegen Selbstverwirklichung in der Kunst und gegen Kreativität gewandt. Ich habe immer gesagt, Kreativität ist was für Friseur. Ja. Schau mal, wie schön das von hinten aus schaut. Schau mal her. Mal schauen. Das ist so eine schöne Entsprechung von dem frühen Foto, Maßfarbe, Licht, was mit der Weißschiene.